Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Queen of Cup Tarot. Ihr lieben Löwen, ich möchte gerne heute für euch eine Tarotprognose für das Jahr 2024 legen, mit einem klassischen Neunerblatt, um einen kleinen Einblick zu erhalten in all das, was das neue Jahr für euch potenziell bereithält, was ihr empfangen dürft, was ihr loslassen dürft, in was für eine Energie ihr euch befinden werdet. Und ja, ich bin sehr gespannt. Schaut auch gerne in die Videos zu eurem Mond, Venus und Aszendentzeichen hinein. Diese sind üblicherweise auch immer sehr passend und treffend. Und vergesst auch nicht, das Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren, das Video zu kommentieren. Das ist euer Energieausgleich an mich und an meine Arbeit, an meine Zeit, die ich hier investiere. Und wer vor Weihnachten noch eine private Kartenlegung bei mir buchen möchte, der darf das gerne tun. Alle Informationen hierzu findet ihr in der Infobox unterhalb dieses Videos. Und nun starten wir. Macht es euch gemütlich und lauscht mir, was ich euch von den Karten nun übermitteln möchte. Ich hätte gerne klare Botschaften für meine Löwen für das Jahr 2024. Im Deck haben wir den Wagen. Ich lasse das mal offen so liegen. Bei mir hat jede Karte ein Thema, eine Bedeutung und ich werde die Karten sicherlich vereinzelt vertiefen. Und wir starten einfach mal mit deiner Energie im Jahr. Ach krass, das hatte ich doch gerade. Was habe ich gerade zuletzt gelegt? Die Widder, da lag die Hohepriesterin auch in der Mitte. Okay. Intuitiv, ganz bei dir, geerdet, geheimnisvoll, weise, zurückgezogen, empfangend. So nehme ich dich hier aktuell im nächsten Jahr wahr. Deine Energie als Mensch, als Frau, natürlich auch als Mann. Eine sehr schöne Energie. Ich mag die Hohe Priesterin sehr. Eine Person, mit der man einfach gerne zusammen ist. Hier wird kein Klatsch und Tratsch verbreitet. Ein Mensch, der viel zu geben hat, aber dies auf geheimnisvolle Art und Weise. Ein Mensch, der sehr bei sich ist. Ja, schauen wir mal, was dein Thema im nächsten Jahr sein wird. Wir haben hier den König der Schwerter. Es ist durchaus möglich, dass es hier sich auch um einen Mann handelt. Wenn es sich hier um einen Mann handelt, so handelt es sich hier um einen Mann, der Prinzipien hat, der rational ist, der kluge Entscheidungen trifft, niemals kopflos, immer durchdacht,
ein Stück weit anders ist wie die hohe Priesterin, so bist du doch total intuitiv und vertraust auf dein Gefühl. Das tut der König der Schwerter nicht. Der überdenkt alles mehrfach, bis hier zu einer, ja, Entscheidung gefunden wird. Es kann aber hier auch sein, handelt es sich nicht um einen Mann oder um einen Menschen. Es kann, also ich muss dazu sagen, ich deute aus der Sicht einer Frau, die hier auch auf einen Mann schaut, potenziell. Wenn ich die Energie deute, dann zählt das natürlich auch für eine Frau, die Energie. Also wenn du als Mann zuschaust, kann der König der Schwerter auch eine weibliche Energie sein. Die gleiche Energie, wie ich sie gerade beschrieben habe, auf eine Frau zugeschrieben. Vielleicht ist es aber auch dein Thema im nächsten Jahr. Aus deiner Intuition und aus deinem Gefühl ein wenig mehr in den Kopf zu kommen, vielleicht den Kopf mehr einzuschalten bei einigen Entscheidungen. Und es geht hier auf jeden Fall um Zukunftsplanung, Zukunftsfindung. Entweder mit diesem Menschen, der sehr rational ist, ist dein Thema Zukunftsplanung, eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Zukunft. Oder du planst deine Zukunft, möchtest vielleicht neue Wege gehen, neue Wege beschreiten. Wir hatten ja auch eben den Wagen unter dem Deck, ganz zu Anfangs. Und wenn du für dich neue Wege einschlagen möchtest und das für das nächste Jahr geplant ist, raten dir hier die Karten einfach, ja, ein Stück weit mehr in den Verstand zu gehen. Entscheidungen nicht unbedingt aus dem Gefühl heraus zu treffen, beziehungsweise nicht ausschließlich aus dem Gefühl heraus zu treffen, sondern den Kopf zu benutzen. Du wirst aufhören im kommenden Jahr, unfassbar Energie in eine gewisse Sache hinein zu investieren, hineinzustecken. Ich glaube, das war vielleicht 2023 dein Thema, dass du sehr viel gegeben hast auf ein bestimmtes Thema, auf ein bestimmtes Projekt, auf eine bestimmte Sache bezogen, hast du unfassbar viel Energie, Zeit, Liebe, Geduld, Ideen investiert. Du hast alles, was dir zur Verfügung stand, genutzt, um etwas zu erreichen. Und ich glaube, dass du damit aufhörst im kommenden Jahr, dass das hier so ein bisschen zur Ruhe kommt und dass du einfach deine Zukunft hier ein bisschen neu gestaltest, vielleicht auch andere Wege gehen möchtest. Ja, und diese Energie vom Magier, wo ich gerade sagte, du hast unfassbar viel in der Vergangenheit investiert und das wirst du nicht mehr tun. Das hat für mich hier sehr viel mit einer Sehnsucht, vielleicht auch mit einer unerfüllten Sehnsucht zu tun, die du sehr lange mit dir herumgetragen hast. Und mir kommt ganz stark rein, dass du, ja, irgendwie, wie sagt man das denn, in leere Windmühlen getreten hast. Also deine Saat hat keine Ernte getragen. Ich glaube, du hast aus einem Impuls, aus einer Sehnsucht heraus gehandelt, hast gegeben, hast investiert, hast auch gewisse Dinge manifestiert für dich. Und ich glaube, dass du im nächsten Jahr erkennen wirst, dass das für dich nicht gut ist, dass das für dich nicht der richtige Weg ist,
und dass es dir auch nicht gut tut. Es kann durchaus sein, dass wir hier von dieser Situation sprechen, wo du ein bisschen von deiner Intuition in den Kopf gehen darfst, um hier einfach neu in die Zukunft zu blicken, klüger in die Zukunft zu blicken, mit weniger Sehnsucht und mit weniger Schmerz in die Zukunft zu blicken. Das ist das, was mir hier ganz, ganz stark reinkommt. Und es wird sich im nächsten Jahr für dich alles richten. Es wird ruhiger werden. Die Sehnsüchte, die Ängste, das wird alles vorüberziehen. Und du wirst für dich in ein Gleichgewicht finden, kommt mir rein. Und mit den 9 der Kelchen nehme ich hier Selbstliebe wahr, dass du hier auch einfach die Liebe zu dir selber wiederfinden wirst, die vielleicht längere Zeit auf der Strecke geblieben ist. Das kommt mir ganz stark rein. Und mit den 8 der Kelchen, die ich hier unter dem Deck habe, nehme ich auch ganz stark wahr, in Bezug jetzt auf diese beiden Positionen, dass du hier etwas hinter dir lassen musst, um halt zu dieser Selbstliebe zu finden, um aus dieser Spirale der Sehnsucht ausbrechen zu können und um auch einfach neue Zukunftsvisionen und Zukunftsperspektiven haben zu können. Ich glaube, dass das ein unbewusster Prozess ist. Das geschieht von ganz alleine. Und dadurch, dass dieser Prozess ins Rollen kommt und dass du dich aus gewissen Dingen befreist, beziehungsweise gewisse Dinge einfach vielleicht unterlässt, nämlich die Investition von ganz vielen Dingen, die du zu geben hast, auf den Magier bezogen, findest du zu mehr Selbstliebe und dadurch wird ein Prozess in Gang gesetzt, dadurch wirst du an etwas arbeiten und zwar in dir. Und durch diesen Prozess, der dadurch in Gang getreten wird, glaube ich, geht vieles voran und viele Dinge, an die du vielleicht gar nicht mehr geglaubt hast, die zurückgestellt waren, in Vergessenheit geraten sind, die auch hoffnungslos ein Stück weit erschienen. Ich habe das Gefühl, dass das alles wieder ins Rollen kommt. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen. Das ist ein langsamer Prozess, beginnend bei dir. Beginnend mit einer Mischung aus Intuition und Verstand, zukunftsorientiert, nicht mehr zu investieren aus einer Sehnsucht, aus einem Gefühl oder aus einer Angst heraus, etwas verlieren zu können, sondern einfach loslassen, etwas in ein Gleichgewicht bringen, wieder zu dir zu finden, zu deiner Liebe, zu deiner Person, zu dir einfach selber, dich selber einfach wieder gern haben, dich selber lieben. Und dadurch setzt du hier für mich einen Prozess in Gang, bei dem sich die Dinge so entwickeln, wo du vielleicht gar nicht mit rechnest, was aber tief in dir drin ein schlummernder Wunsch ist. Das ist diese schöne Energie, die mir hier reinkommt. Ich nehme hier oben links ist die Karte der äußeren Einflüsse bei mir. Ich nehme hier einen Menschen wahr, einen Mann wahr, möglicherweise,
der ein Auge auf dich geworfen hat, der dich beobachtet, der schaut, was du tust, eine Karte bitte zum Bube der Schwerter. Ich habe ja gerade eben gesagt, du erinnerst dich, du musst etwas zurücklassen, du musst etwas verlassen, um hier bei dir in die Selbstliebe zu kommen, um in dein Gleichgewicht zu kommen. Dieser äußere Einfluss, 5 der Kelche, ist auch so eine Karte des Zusammenbruchs. Etwas ist zu Bruch gegangen, aber es besteht hier immer noch ein Stück weit Hoffnung. Ein Stück weit Hoffnung auf Versöhnung, auf Verbindung. Und ich glaube, es gibt hier einen Menschen, der diese Hoffnung hat, beziehungsweise bei dem diese Hoffnung erweckt wird durch diesen Zusammenbruch. Und dadurch fängt dieser Mensch an, vielleicht wieder zu investieren. Vielleicht handelt es sich bei dem Bube der Schwerter hier um den Menschen oder eine Situation mit diesem Menschen, in die du sehr viel investiert hast oder in diesen Menschen hast du viel investiert. Und ich glaube, durch deine Transformation, durch deine Selbstliebe, wo ich gerade hier unten sagte, ein Prozess wird in Bewegung gesetzt, etwas wird wachsen, an etwas wird gearbeitet. Ich nehme hier wahr, dass dieser Mensch dich beobachtet und schau an. Es wird hier, glaube ich, ein Angebot der Versöhnung auf dich zukommen im nächsten Jahr. Was deine Wünsche angeht, nehme ich einfach wahr, dass du für dich deinen Frieden haben möchtest. Du wünschst dir Stabilität, du wünschst dir Erfüllung, emotional, materiell, partnerschaftlich, freundschaftlich. Du möchtest einfach so, du möchtest ankommen. Das, was mir hier reinkommt. Eine gute und gesunde Stabilität. Schau. Was habe ich gerade gesagt? Von 9 der Münzen zu 10 der Münzen. Du möchtest dein Zuhause finden. Du möchtest einen sicheren Hafen haben. Du möchtest sorglos, stabil und glücklich leben. Was sollst du meiden? Die Sonne. Die Sonne spricht, ist ja eine wunderschöne Karte im Tarot, für Wärme, Liebe, Glück. Die Sonne ist aber auch eine egoistische Karte. Sei nicht allzu egoistisch. Halte deine Mitmenschen im Blick. Und mit den 7 der Stäben kommt mir hier rein, dass du vielleicht so eine Art, also sei nicht zu nett auch, ne? Das Gegenteil von Egoismus. Sei hier nicht zu nett. Lasse nicht alles an dich ran. Halte so auch ein bisschen den Daumen oder die Hand davor, wenn es dir zu schnell geht, wenn dir Dinge zu viel werden, wenn dir Dinge zu nah kommen, wenn du dich beeinflusst fühlst, wenn du einer Sache nicht traust, also da sind wir wieder hier, vertraue da auf dein Gefühl. Du musst nicht für jeden Menschen die Sonne sein, sagen wir es so. Du kannst deine Meinung haben und vertreten und das, was dir nicht gut tut, das solltest du von dir weisen. Und was sollst du tun? Liebe nach außen tragen, zu deinen Gefühlen stehen. An Wünschen und Visionen festhalten, an die Liebe glauben und Liebe zulassen, aber trotzdem ein gutes Auge darauf haben,
mit wem du dich hier verbindest. Du darfst kommunizieren, sollst du auch. Und ich nehme hier so ein bisschen in dieser Legung die Energie wahr, mein lieber Löwe, dass du dich von Dingen befreist, über dich hinaus wächst, deine Stabilität und deine Selbstliebe findest und dass durch diesen Prozess sehr, sehr viel in Gang gesetzt wird im kommenden Jahr und dass du hier eine wunderschöne Chance hast, deinen für dich richtigen und glücklichen Weg zu finden. Es ist ein kleiner Einblick gewesen, sich eine Jahreslegung im Dezember für das kommende Jahr anzugucken. Das ist gut, das kann man machen. Ich rate dir, diese Legung vielleicht in 4-5 Monaten nochmal anzuschauen und dann vielleicht nochmal in 4-5 Monaten anzuschauen. Und erst dann, denke ich, kannst du hier ein Resümee für dich erstellen, ob du dich hier wiedergefunden hast oder nicht. Nimm das einfach so mit, was ich gesagt habe, wenn du das möchtest. Speicher es für dich ab, halt es im Hinterkopf. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, einen wunderschönen Abend. Ich danke fürs Zuhören, fürs Zusehen. Danke für dein Vertrauen. Und ja, sage bis zum nächsten Mal.